Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Regenwald Incoming. Let's Play Together Minecraft mit dem lieben Let's Play. Drago Plays, bin ich behindert? Wie komme ich da auf Let's Play? Ja, also das kann ich dir jetzt nicht so leicht beantworten, aber da sind wir wieder. Also, wenn ihr sehen könnt, what the? Was ist das hier bitte? Also wir haben ein Riesengebirge gefunden nach irgendwie 2 Minuten Suche. Und was haben wir auf der anderen Seite zu bieten? Einen riesigen Regenwald. Also das Holz, das Holz wird uns nie ausgehen, denke ich. Naja, ich könnte ein Feuerzeug machen. Und da stehe ich. Hab ich dich gerade... Warte. Kamen da gerade Sterne aus meinem... Wie habe ich das gemacht? Ja, diese Sterne, die kommen immer, aber du ziehst mir halt eben ab. Ja. So, dann würde ich sagen, wie kommen wir hier jetzt runter? Ich fäll einfach mal die Bäume erstmal. Gut, ja, fangen wir an, Leute. Wir müssen dazu, ich muss dazu erwähnen, für alle die, die jetzt erst neu einschalten, ohne Texture Pack spiele ich erstens, weil ich sonst so eine komischen Probleme mit dem Spiel bekomme und damit meine ich irgendwelche weißen Striche im Bild und ich weiß noch nicht, wie ich das fixen kann und ich dachte mir, hey, die normalen Minecraft-Texturen sind doch auch nicht so schlimm. Und zweitens, die alte Welt musste gelöscht werden, da mein PC aufgrund von mehreren Viren platt gemacht worden ist. Also er ging damals gar nicht mehr an, deswegen musste man irgendwie, ich glaube, was war das? Ich hab die Festplatten getauscht und dann, spielen wir jetzt in dieser neuen Minecraft-Welt mit Drago. Das wird wahrscheinlich mal wieder richtig mega awesome und ich glaube, ich stelle den Crafting Table lieber nicht aufs Gebirge, oder? Die kannst du nachher sowieso mitnehmen, also von daher fuck egal. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ja, also ihr habt's gehört, Dash hat kein Texture Pack, es ist eine neue Welt, also ist das scheiße und er wird jetzt sofort deabonniert. Ja, instant, genau. Jetzt sowas wie, du bist scheiße und dann deabo. Und natürlich faken wir auch Gronkh, weil Minecraft, also... wir faken ihn ja. Ich meine, wir laden ja Videos hoch. Das ist ja auch schon gefaked von ihm. Oh mein Gott, wir sind... Oh ja, und diese Scary-Musik mal skippen. So. Joa. Ich hoffe... Und wir werden uns jetzt beide... Also ich werde mich jetzt mal an deiner Workbench da vergnügen. Eklig, aber okay, mach das. Ja. Da habe ich gar kein Problem mit. Nein, aber... Crafte, was du willst. Ey, wieso? Wo kommt diese ganze Horrormusik her? Hallo? Hallo? Der Drago ist wieder da. Moment, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich suche mal ein paar Steinchen. Yep. Und ein paar Steinchen. So, ich habe nämlich bessere Musik an und jetzt können wir ganz genüsslich in dieses, sagen wir es mal so. Lassen wir die Vergangenheit hinter uns und starten eine neue Let's Play-Karriere. Aha. Also ist das jetzt Part 1. Hier ist Kohle. Gleich mal vom Thema ablenken. Ich höre einen Zombie. Da hinten ist Zombie und Skelett. Ich habe einen Zombie gefunden. Ich sehe es. Ich habe ihn auch gefunden. Das ist ein Enderman. Was, wo? Enderman. Nee, oder? Sind die böse? Die verfolgen dich die ganze Zeit, wenn die dich entdecken. Ey, scheiße. Du kannst vor denen nicht wegrennen. Du brauchst solche Enderpearls oder du rennst direkt auf ihn zu und bringst die Nummer. Mit dem Holzschwert wäre das. Kann man die nicht töten? Doch, kann man einfach zulaufen und durchschlagen, aber dafür brauchst du. Erstmal bessere Schwerter. Es wäre gut, wenn du Kürbis hast, weil wenn du diesen Kürbis auf den Kopf setzt, also kennst du ja. Ach ja, stimmt, dann glaube ich, erschrecken die sich doch irgendwie vorm Licht. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst, hier die Kohle aus dem Berg zu ruppen. Denn wenn er hier gleich um die... Soll ich mal wieder letzte Öre da jetzt hinlaufen und ihn... Mach das! Ey, genau, lass da mal hingehen. Warte. Ich will... Moment, Sticks. Ich brauche noch... Ich hab jetzt ein Steinschwert. Ich will auch noch ein Steinschwert. Warte. Bitte massakriere ihn nicht alleine, du Scheiße. Ey, wo ist der? Der ist weg. Warte. So, Stone Sword. Ich glaube, der ist ins Licht gelaufen und der hat mir gerade... Ja, hier liegt eine Enderperle. Eine Enderperle? Zeig mal Enderperl. Was bringt der? Das war, glaube ich, so viel, wenn du diese trägst und es ist gerade ein Enderman. Und dich sieht ein Enderman, aber du trägst das Ding in deinem Inventar, dann greift es dich nicht an, soweit ich es jetzt weiß. Okay. Aber bin ich mir nicht sicher, weil einen anderen Nützen könnte es sonst gar nicht haben, weil du kannst mit nichts craften. Ich hau hier jetzt mal eine Wagenladung Gravel runter. Ja, okay, gut, das sind nur 2 Blöcke, das war irgendwie fail. So, Kohle. Nehmen wir natürlich mit. Ja. Dann zieh mal die Kohle ab.
Also ihr seht, Leute, wir sind in der Minecraft Beta 1.8. Ich glaube, letztes Mal war das ja noch irgendwie 1.5.2 oder 1.7. Ne, 1.6. Na, 1.7 haben wir gespielt. Wie bei den Lottozahlen, Alter. Ja, 1.7. Ja. So war das noch im Jahre 1989. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn, also schreibt Kommentare, gebt, verteilt Likes, schaut bei Dragon vorbei, ich würde mich freuen und nein, ich bin nicht abogeil, ich würde mich freuen, wenn wir wieder zur alten Blüte aufreifen könnten, wenn wir jemals wieder so viele Zuschauer wie damals, also vor ungefähr 1, 2, 3 Monaten bekommen würden. Entweder sind sie bei, entweder wollen sie nur Enzo sehen oder sind bei Gronkh oder der Minecraft-Hype ist bei einigen weg. So, und die Frage ist, Schweinchen, stillgestanden, die Frage ist jetzt, wo oder wie oder was bauen wir, beziehungsweise... Da war ja so ein schöner See und da kann man sich ja mal denken, dass man da mal so ein kleines Hütchen hinbaut. Ja. So ein schönes Farmerama-Hütchen. Hört sich nicht verkehrt an. Oh, verdammt! Meine erste Spitzhacke ist kaputt. Was war das? Ich bin Monster Hunter oder so, stand da gerade eben. Irgendwie sowas. Ah, du hast ein Achievement bekommen, glaube ich. Ja, genau. Die sind ja jetzt in Beta 1.8 ein wenig ausgereifter worden und. Ja, das ist mein Deutsch, Mann. Ich habe meine eigene Sprache. Ich brauche euch alle gar nicht. Du gründest deinen eigenen Staat ohne Steuern. Ja, echt, Mann. Für mich sind die Deutschlehrer alle total schlecht in Deutsch. ja. Jeder, also alle, also ja. Ich meine, das ist seltsam, ne? Unser Deutschlehrer, der kann gar kein Deutsch sprechen. Das ist so ein Türke. Also nein, Moment, bevor man mich falsch versteht. Das heißt jetzt nicht, dass die Türken kein Deutsch sprechen können, aber das ist so ein Türke, der, also, wie soll ich sagen, wir hatten letztens so einen Aufsatz und dann, so ein Diktat, dann meinte er so, also, ihr schreibt jetzt auf, der Gerät kann 24 Stunden am Tag arbeiten, der Gerät wird nie müde, der Gerät muss nie schlafen und schwitzt nicht und es regnet. Oh yeah! Ich hab ein Pumpkin gefunden. Das ist ein Pumpkin? Ja. Geil, ich stell mich jetzt unterm Baum, damit ich nicht nass werde. Hahaha. Ich bin nicht aus Zucker, so wie du. Oh no. Ich glaube, Moment, das kackt mich gerade ein bisschen heftig an hier, Alter. Der Regen ist laut. Deswegen habe ich es jetzt mal leiser gestellt. Halleluja. Wo ist der Drago? Also du würdest. Ich bin wegen einem Pumpkin von dir weggerannt. Dankeschön. Hallo Pumpkin. Also ich würde gerne hier oben sowas in dieser Gebirgskrone bauen. Ich weiß nicht, ob du jetzt unten was bauen willst, aber ich würde mir total gerne hier oben irgendwie so ein Haus bauen. Vielleicht könnten wir die ja verbinden oder so. Muss man mal sehen. Ja, durch den Berg. Das wäre ja auch mal was Chilliges. Also keine Ahnung. Ich besteige jetzt den Berg. Wieso ist hier bei mir fliegendes Bambus? Und wir spielen natürlich nach meiner Umfrage, also nach euren Abstimmungen, spielen wir natürlich Survival Mode. Ja, und so. Bambus.